Hey, Schuster, willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Kraken Time. Zum Bonus-Part Nummer 2. Nämlich machen wir uns heute auf, die ganzen... Ja, uns einmal im Isoniac-Museum umzusehen. Denn wir sind ja hier bekanntlich noch lange nicht fertig. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Um genau zu sein, ja, ich bin mal gespannt, was das Isoniac-Museum diesmal hier... Wow. Ach, cool. Lass mich raten, das ist die versteckte Trophäe, die ich eben gesehen habe. Weswegen ich eigentlich wegen dieser gesamten Sache angefangen habe. Wartet mal. Weil wir bislang haben wir ja... Ja, mein Blaster und ich. Sammle alle Gold Bowls. Ja, das ist eine Sache. Bewältige alle Weltraummissionen. Das ist eigentlich auch eine leichte Sache, glaube ich. Absolviere das Spiel im Schwierigkeitsgrad schwer und Herausforderer-Modus. Das sind so zwei Sachen... Süchtig nach Bestrafung. Absolviere das gesamte Spiel im Herausforderer-Modus. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal schwer schaffen und dann Herausforderungsmodus. Das wäre voll geil irgendwie. Also ich glaube, mal ohne Scheiß, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich in der Lage wäre, mal, willkommen, Sonnenmuseum, kommt der eine, verschollene Elfe, vergessene Feinde, verlockende Videos warten auch nur deine Blablabla. Okay, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. So, was haben wir denn hier? Moment. Okay, das ist also einfach eine Menge Info, die wir hier bekommen. Was ist das? Okay, das ist hier das Isoniac-Museum, also... Ja, bitte. Also, wow. Und man schaltet es ja eigentlich relativ easy frei, sag ich mal. Okay, so ein Vogelhandschuh, das wäre auch cool gewesen. Phönixwerfer, oh mein Gott, das wäre so geil geworden. Wow, das wäre geil gewesen. Ihr hättet die beinahe wieder eingebaut? Die Messerkrallen! Tools of Destruction, nach gegen Ende Produktion fehlte uns eine Zeit, all die coolen Angriffe auszuarbeiten, diese Waffe extra gegeben hätte. Darum haben wir alle Krallen dafür mehr. Oh. Wow, das Ding sieht krass aus. Flintenchuck. Ja, mein Blaster und ich, der hat nicht gewonnen, viel, aber Tom, unserem Charakter hat immer so gut, dass er den Spaß hier. Alter. Das ist geil. Okay, das kann man... Ihr könnt ja mal pausieren gerne, wenn ihr irgendwie was wissen wollt, aber... ich möchte jetzt hier ungern alles so... Okay. Da verstehe ich, worauf die hinaus wollen. Ich meine... Das, allein hier jetzt durchzumarschieren, das würde ewig dauern. Das sind nochmal Gegner. Alter, das könnte tatsächlich endlich mal ein Spiel sein, was ich tatsächlich auf Platina, wo ich einfach mal Platin freischalten könnte. Wie geil. Hey there, congratulations on unlocking the behind the scenes video for Ratchet & Clank and Kraken Time. Ach nee, komm, nö. So, für sowas haben wir keine Zeit. Sorry, aber für sowas haben wir keine Zeit. Ja, bitte. Sowas möchte ich nicht sehen. Bin ich jetzt ganz rausgegangen? Scheiße, ich glaube ja. Wow.
Alter, es gibt so verdammt viel, was man noch machen könnte. Das ist so krass. Ich könnte dieses Spiel wahrscheinlich auch locker auf Platin durchspielen. Ich müsste dafür nur alle Gold Balls holen. Braucht Ihre VG 9000 Omegawatt Spielekonsole eine Modifikation? Boah, nee, aber ganz ehrlich, das sind denn eher so Sachen, die ich selber noch machen möchte. Also, wo ich mich dann quasi selber hinsetze und sage, so, ja, jetzt habe ich mal meinen Spaß. Weil jetzt gibt es dann noch die ganzen Gold Balls, die ich holen könnte. Es gibt ja hier noch eine Trophäe, wenn man einen heißer Blaster und ich mit 10.000 Punkten absolviert. Aber ich möchte jetzt gucken, was dieser Herausforderungsmodus ist. Der Herausforderungsmodus, Gott, bin ich blöd. Die Trophäe, den Herausforderungsmodus durchzuspielen. Ich bin so ein Lappen. Ich frage vorhin, was ist der Herausforderungsmodus? Schalte mal bestimmt Splitter frei. Bis mir selber einfällt, Moment mal. Das kannst du dir schon holen, du Vollpfosten. Oh Mann. Krass, ey. So. Nach dem Sie ja. Also, muss ich jetzt gar nicht mehr den? Oder muss ich nur noch den Kampf gegen Azimut nochmal neu machen? Weil, wenn ich ehrlich bin, möchte ich jetzt eigentlich in den Herausforderungsmodus. Ich möchte jetzt wissen, was man da bekommt. Sieht so aus, als müsste ich Azimut nochmal besiegen. Ja. Dann müsste ich ihn nochmal besiegen. Das schneide ich raus. So, das Ganze hat doch nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Vielleicht ein paar Minuten. Aber erstelle einen neuen Spielstand, spiele den Herausforderungsmodus. Wir machen das sogar so. Ich mache einen neuen Spielstand, weil dann. Boah, ich kann ganz fies sein. Ich kann nämlich auf dem alten, könnte ich dann nämlich einfach mal die ganzen Gold Bowls holen. Weil da habe ich ja noch Zugang auf alles. Und hier mache ich jetzt einfach den Herausforderungsmodus. Gott, bin ich schlau. Habe ich dir je von meinem Sohn erzählt? Ja, hast du. Ein Muss ich mir das echt noch mal fantastischer Junge, angucken? so klug. Zur Welt kam er in einer Roboterfabrik in der Solana-Galaxie. Müssen uns tatsächlich das Intro noch mal angucken. Genommen wurde er viel weiter entfernt erschaffen. Mein Sohn heißt XJ0461. Doch im Universum kennt man ihn als Clank. Ach ja, wir müssen ja jetzt erst so anfangen. Stimmt ja, wir müssen den ganzen Anfang ja auch nochmal machen. Stimmt ja. Mein Den ganzen Anfang Erzfeind. mit Clank müssen wir ja Jetzt auch noch machen. vergeht dir das Lachen, was? Sir, die Zoni lassen fragen, wie wir vorankommen. Ah, wie lange müssen wir uns mit diesem Trottel dennoch gut stellen? Er erinnert sich nicht. Ihr müsst regeln. Ja, ich regle es, ich regle es. Sisterboard-Scan wird gestartet. Wisst ihr was? Mal sehen. Schneide ich auch aus. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Kommt zum interessanten Part. Boah! Zugriff verweigert. So, und jetzt sind wir auch wieder hier. Und ich sehe, wir haben wirklich noch all unser Zeug. Haben wir auch noch unseren Kartomat? Tatsache. Wir haben tatsächlich auch noch unseren Kartomat, aber unser Stiefel nicht. Ja, super. Alles außer das behält man natürlich. Shit. Und das sind auch meine Waffen noch. Sehr gut. Weil ich gerade keine Munition irgendwie habe. Ah ja, stimmt. Moment, das wurde übernommen. Stilpo. Was? Womit gehen wir das mal an? Ach komm. Wieso mache ich mir das überhaupt so einen Stress? Ich will den Shop. BZW, wenn ich jetzt schon wieder eine Hammerstiefel hätte, könnte ich. Oh, Mann, oh. Okay, kleines Problem. Ich kann nicht sonderlich gut schwimmen. Warte einfach hier. Ich suche dir einen anderen Weg hin. Wo ist der nächste Shop? Okay, der ist relativ in der Nähe. Ich will wissen, was dieser Modus halt. Okay, was ich gerade sehe. Wir haben einen Bolt-Multiplikator. Was ist denn überhaupt der
Oh mein Gott, wir haben wieder einen Bolt-Multiplikator. So gut. Das heißt, man kriegt wieder ab bestimmten Punkten im Spiel Geld ohne Ende. Schlicht und ergreifend, weil Mr. Sorkon das endgeil findet. Los, mach auf! Danke! Kann man, ja, die ganzen Punkte kann man jetzt auch skippen, sehr schön. Mr. Sorkon findet das endgeil. Ja, das Ganze wird so verdammt viel Geld einbringen. Ich suche mir einen anderen Weg. Kommst du klar mit diesen Dingern überall? Bitte, ich werde doch mit ein paar Winzlingen fertig. Ah, Hilfe, ihre Eltern sind hier. Ach ja, so schön diese Pilze mal wieder zu sehen. Okay, das geht auf mal 4 hoch. Okay, und da drüben ist dann der Shop, sehr schön. Oh, das Geld. All das Geld. Ups. Also bislang, okay, wir haben wieder einen Bolt-Multiplikator, das gefällt mir. Dann glaube ich langsam echt, dass es hier, mal gucken. Neuigkeiten, Chef. Sie haben Anrecht auf unsere neue streng Omega-Waffen. Okay, okay. Okay, Omega-Waffen. Omega-Waffen. Ja, ich bin jetzt offiziell eine Mille für den Omega Reader 5. Wow. Alter, ich will Omega Mr. Sorkon. Omega Sorkon, ja! Viel Spaß mit Ihrer Omega-Waffe, Chef. Die wird besser, wenn man sie verwendet. Zwei zusätzliche Raketen. Moment mal, nochmal zwei zusätzliche? Ich kann mir noch was leisten. Was nehmen wir denn? Welche? Jedes Gubiton ist eine ultimative Knaller dank seines. Moment, das ist ja der genau selbe Wortlaut. Nimm die Konstruktorflinte. Jetzt haben wir Omega Sorkon. Omega Sorkon, Alter! Gewillt, jedem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, der seinen Weg kreuzt. Mir wurde jetzt aber nicht gesagt. Nee, nicht Mission. Inventar. Wir haben jetzt sowieso noch alles im Inventar. Omega Sorkon V6. Ich bin jetzt echt mal. Stimmt, das hat mir auch mal gesagt. Mr. Sorkon ist der perfekte Begleiter für spontane Ja, okay. Einige meinten aber, ich soll mal diese Vorschau mal angucken, aber das ist im Grunde das, was wir allgemein schon kennen. Also von daher. Quark, komm mal her, mach mal auf. V6, was soll man? Danke. Multiplikator mal 6, was? Sehr gut, Helfer. Alter, wie viel? Ja, komm, viel zu kleiner. Mogli, nee, Mogli. Multiplikator mal 7. Mr. Sorkon findet das endgeil. Okay, die Biester bringen aber auch nicht wirklich viel Erfahrung, also von daher. Gerade so V6-Waffen. Aber man kann ja hier dank dem Kartomat immer noch zusätzlich sich umgucken, auch wenn man gerade im Grunde jetzt gerade nicht viel machen kann. Okay, sieht aber aus, als wäre bei maximal 7 Ende. Und man hat jetzt halt die ganzen Omega-Waffen, ey. Alter. Ich kann euch ja noch mal was anderes sagen, weil,
Bei mir verändert sich jetzt in nächster Zeit so einiges. Deswegen kann es sein, dass ich sogar bald in der Lage bin... Bald in der Lage bin, PS3 zu streamen. Wenn das der Fall sein sollte... Ich kann das noch nicht garantieren, ob das wirklich hinhaut oder ob ich mir das nur zusammenspinne, weil die Idee nicht ganz aufgeht. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich ganz ehrlich das mit euch noch so weiterspielen in Herausforderer-Modus. Ich meine, so wie ich euch kenne, euch würde es auch nicht stören, wenn ich jetzt einfach noch 30.000 Parts weiter den Herausforderungsmodus mache. Und einfach so viel Geld kassiere. Ihr seht, wie viel Geld das bringt. Das ist abnormal. Und halt dann noch den ganzen Zeug einsammeln oder so. Aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte lieber auf andere Projekte zugreifen können. Ich möchte lieber andere Projekte mit euch starten, bevor wir quasi an dem hier ewig sitzen. Außerdem finde ich, mit 2 Bonusparts sollten wir eigentlich gut was getan haben, sag ich mal. Ich bin ja auch gespannt, ob es noch mal eine zusätzliche Rüstung jetzt gibt. Eine Rüstung, die besser ist als die wir jetzt haben. Mr. Sokon kommt damit klar. Mr. Sokon findet das endgeil. Oh, ich vermisse meine Hover-Stiefel. Alter, so viel Geld! Jetzt haben wir tatsächlich Omega-Waffen. Mr. Sokon findet sowas sowieso endgeil, das wisst ihr ja. Aber, wow! Mal 9? Wie hoch geht dieser Multiplikator? Okay, hier ist auch nichts in der Nähe, was irgendwo... Okay, Pilze töten. Mal 10? Ich weiß, das geht wahrscheinlich wieder so lange, bis ich getroffen werde, aber... Ich meine, wow, guckt euch an, wie viel Geld das ist. Wir haben jetzt schon wieder so viel Kohle. Alter. Ich glaube, wir können behilflich sein. Ja. Wir können es niemals reparieren. Ja, die Zoni schon. Warum? Triff mich am Tempel von San, wenn du da bist. Also, weil ich glaube, das wäre jetzt hier ein sehr guter Ort, dieses Let's Play zu beenden. Wirklich, mir selber ist das auch irgendwo zu schade, weil ich habe so unheimlich viel Spaß dabei an diesem Projekt. Ich habe echt selten so viel Spaß an einem Let's Play gehabt und es ist schon schade, dass es jetzt zu Ende geht, aber ja, leider irgendwann muss es enden. Aber ich sag mal so, sollte mein Plan aufgehen, wäre es sogar möglich, dass ich das Ganze hier sozusagen streame. Und wir dann einfach trotzdem noch ein bisschen weiter hier machen können. Dein Raumschiff kann repariert werden. Ja. Aber dazu braucht es größere Kräfte als alles, was dieses Universum je gesehen hat. Ja, du laberst. Kräfte. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Nein, ich hasse Geheimnis. Fürchte ich, wirst du lange Zeit hier sein. Die Fongoiden verabscheuen Technik. Darum findest du hier kein Schiff. Na, komm wieder, wenn du aus deinen Fehlern gelernt hast. Wow. Haben wir schon genug erledigt? Tja, Mr. Sokon findet sowas bedauerlicherweise absolut endgeil. Auf jeden Fall, das war Let's Play Ratchet & Clank A Crack in Time. Mir persönlich hat's unheimlich viel Spaß gemacht. Euch offenbar ja auch. Oh, da sehe ich sogar, dass das der Herausforderungsmodus ist. Sehr schön. Mit diesem kleinen, wunderschönen Zeichen. Und, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like hinterlassen. Das würde mir persönlich sehr helfen. Und wir freuen uns dementsprechend auf das nächste Projekt, was nicht Noxus sein wird.
Lasst unsere Flamme weiter lodern. Bis zum nächsten Mal. Und Mr. Sokon findet es endgeil. Tja, Leute.